Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier gerade am Flugplatz. Wir haben in der letzten Folge die Cosmo-Region, mein Gott, die Cosmo-Region abgeschlossen. Ich habe echt den Namen vergessen von der Region. Und ja, wir haben, glaube ich, bis auf ein, zwei Kämpfe im Kampfsimulator, ne, bis auf einen Kampf im Kampfsimulator, ne, haben wir alles erledigt. Wir haben in der Gold Sosa die letzten Kämpfe erledigt, die Anfängerkämpfe. Uns fehlt eigentlich noch hier ein Kartenspieler, aber den tun wir jetzt. Ich werde jetzt hier nicht den Part irgendwie starten und dann jetzt erstmal 10 Minuten gegen den spielen und dann erst in der Story weitermachen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Region, weil wir haben jetzt die Wahl, zur Nebelregion zu gehen, ne? Also zur Clouds Heimat. Das sind keine Kisten, die man kaputt machen kann. Und ja, dafür müssen wir Sid rufen und dann machen wir uns auf zur vielleicht letzten Region. Ich glaube, ich habe da irgendwie letztens herausgefunden. Was will ich hier noch mal? Gar nichts will ich hier, ne? Lass mich mal meine Synthese nachgucken. Ich glaube, irgendein NPC in diesem Spiel hat da irgendwie gesagt, oh, uns fehlt noch eine S-Bar oder uns fehlt noch eine Sache oder so, ne? Was darauf schließt, dass noch eine Region übrig ist, ne? Irgendwie sowas in der Art war das mal, ne? Das war schon vor ein paar Parts, glaube ich, eigentlich. Was für mich schon so, weil nicht ein Monat ungefähr ist wahrscheinlich. Aber ja, ich meine, es kommt nur noch eine Region, ne? Irgendwas in diesem Spiel hat es bestätigt. Ich weiß nur nicht was. Ich glaube, da Mogi-Räuschen war da, ne? Da Mogi-Räuschen hat gesagt, oh, es fehlt nur noch ein Mogi-Räuschen, ne? Und das für mich übersetzt sich das mehr oder weniger in, oh, es kommt nur noch eine Region, ne? Oder ja, ne? Keine Ahnung. So, jedenfalls genug geredet. Wir gehen nach Nibelheim. Ich bin mal gespannt, ne? Die Nibelregion haben wir schon so ein bisschen gesehen. Ich frage mich, wie das da so ablaufen wird, weil Sephiroth hat ja alles kurz und klein gehauen, ne, als wir am Anfang des Spiels angefangen haben, ne? Und weiß man nicht, ob wir hier weggehen. Oh, guck mal hier. Kann ich ein Foto von ihm machen? Fotomodus. Mickey da ausblenden. Wie weit kann ich dran zoomen? Hier macht man ja, ach nee, ich muss dann so machen, ne? Menü ausblenden, ne? Ja. Okay. Alles klar. So, was habe ich gerade gesagt? Naja, Sephiroth hat ja alles kurz und klein gehauen in Nibelheim und wir haben ja gesehen, wie der alles hier verbrannt hat, die Leute getötet hat und so, ne? Deswegen weiß ich nicht, wird jetzt hier ablaufen wird, somit weil nicht. Wir werden bestimmt nicht, obwohl außerhalb von Nibelheim könnte es ja auch noch irgendwie so kleine Städte oder Dörfer geben oder so, ne, wo wir uns niederlassen können, ne? Aber ich bin mal gespannt, wie die nächste Region aussehen wird, ne? So, ich habe mal Tifa ins Team, weil Cloud und Tifa kommen ja von Nibelheim, ne? Und Caitiff, weil warum nicht, ne? So, dann gehen wir zum Nibelflugplatz, ne? Einfach so, ohne irgendwie was dazwischen zu machen. Da kommt doch bestimmt noch irgendwie was dazwischen, ne? Werden wir ja sehen. Gut, los geht's. Freue mich. Ah. Hm, jetzt kommt aber bestimmt eine Cutscene, ne? Haben wir noch so ein Abstecher zu Zack oder so? Wow. Noch Stau aus. Haben wir so eine kleine. Das Audio-Lied hat man erst sehr viel später hört. Ich erinnere mich immer an dieses eine Lied von Final Fantasy 6, wo man zum ersten Mal Luftschiff hier kriegt. Das kommt so aus dem Wasser so rausgeschossen. Und einfach so geile Musik. So, din, 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 din. Ja, ich habe schon gewusst, dass das da ist. Ich habe schon vom Weiten gesehen. Das ist eine der geilsten Szenen in Final Fantasy 6. Man kriegt das zweite Luftschiff, nachdem die ganze Welt zerstört war. Und da kommt auf einmal diese Cutscene, wo dieses Luftschiff aus dem Wasser rausgeschossen kommt. So. Wie jeder Planetenkunde. Yay.
cool. Und jetzt sind wir hier endlich. Yay, danke. Danke, magischer fliegender Mann. Oh Mann. Hey Sephiroth, warte mal. Ich will die schwarze Materia. Hä? Hm. Ja, ich vermisst Leute. Er scheint auch nach Nibelheim zu wollen. Ich finde diesen Typ einfach so lustig. Vielleicht waren die Schwarzkoten nur in Cosmo Canyon, um uns hierher zu locken. War nur ein Gedanke. Vergesst es. Er redet immer noch so. Okay. Ich nehme an, das ist jetzt seine Stimme, ne? Okay. Odin, ha. Cool, ich habe mich schon gefragt, was für eine S-Bahn kommt denn hier noch? Odin, geil. Ich wollte das krass und geil auf einmal sagen. Ich hätte beinahe gesagt, Kreil. Das ist voll Kreil. So. Wir haben mal wieder üblich hier, ne? Wir haben wieder alles Mögliche. Und wir haben nur eine Quest, aber wahrscheinlich nur bisher, ne? Da hinten müssen wir hin. Aber ich schaue mich natürlich wieder um. Oh ja, ich habe gar keinen Schoko berufen. Cool. Und ja. Na, guck mal. Ich weiß, hier gibt es wahrscheinlich wieder nichts, aber ich gucke mich trotzdem hier um. Ne? Man muss ja gucken. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh Gott. Das war so gruselig gerade. Wir laufen hier so zu dritt durch die Gegend. Auf einmal kommt da noch so eine vierte Person, die uns folgt. Boah. Leute. So, haben wir ja schwarze Chocobos. Boah. Ich weiß gar nicht mehr, was das ultimative Chocobo in Final Fantasy 7 war. Ich glaube, da waren entweder schwarze oder weiße Chocobos. Weil in Final Fantasy 7 im Original musste man sich ja Chocobos ranzüchten. Optional. Was ich nie gemacht habe, weil das klang immer voll nervig für mich. Man muss irgendwie, weiß ich nicht, da muss irgendwie Chocobo rennen mit Dingen, Mann. Du musst irgendwie, weiß ich nicht, denen bestimmtes Futter geben, was du irgendwo kaufen musst. Und dann musst du mit den Chocobos irgendwie Chocobo rennen gewinnen, um die hochzuleveln oder irgendwie sowas. Das klang sehr nervig. Also ich habe mich nie damit befasst. Ich habe aber allgemein nie mich so mit dem Endgame von Final Fantasy 7 befasst. Entschuldigung. Aber da war irgendwie was mit Chocobo züchten. Du musst es. Je nachdem, wie du die züchtest, haben die eine andere Farbe angenommen. Und je nachdem, was für eine Farbe die haben, kannst du mit den anderen Sachen machen. Ne? Du kannst zum Beispiel irgendwie so blaue Chocobos züchten, mit denen kannst du über den Ozean laufen. Mit grünen Chocobos kannst du über Berge laufen und was weiß ich nicht alles. Dann ganz am Ende, der ultimative Chocobo war entweder ein schwarzer oder ein weißer Chocobo. Mit denen konntest du alles machen. Mit denen konntest du über alles laufen. Ich glaube nicht, dass du fliegen konntest, aber du konntest irgendwie über Berge und über den Ozean gleichzeitig laufen. Und dann gab es da irgendwo auf der Weltkarte so eine sehr abgelegene Insel. Und auf dieser abgelegenen Insel bekamst du die Ritter der Runde, was so hier die ultimative Beschwörsubstanz oder Materia halt, ne? Weil Materia hieß Substanz damals. Ja, da hast du die ultimative Beschwörung bekommen, die Ritter der Runde. Aber irgendwie so eine Beschwörung ist, die irgendwie 20 Angriffe hintereinander macht, was irgendwie voll Overkill ist und irgendwie, weiß nicht, so. Ich glaube, die Animation allein hat schon irgendwie eine Minute oder so gedauert, was richtig komisch ist, ne? Und ja, dafür tut man, glaube ich, sogar hier den ultimativen Chocobo ranzüchten. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man hier den ultimativen Chocobo ranzüchtet, ne? Um die Beschwörung zu bekommen, die super Beschwörung. Und ja, ich glaube, das sind diese neuen Dinger, ne? Hier, Gunst des Planeten, ne? Die neuen Sachen, die ich brauche. Ja, ne? Oh, Schnelltrank. Offenbarung des Planeten. So, oh, bis ich das hochgelevelt habe, ne?
Ja. Erstmal ein bisschen sammeln, ja, bevor ich mich hier drin vergnüge. So eine Schatztruhe, so hier und da könnten sie aber ruhig mal irgendwie so hinpacken, ne? Was ja so viel zu erkunden, ne? Boah, Leute. Was ist so, Leute. Was ist so viel zu erkunden, aber irgendwie hat sie ja nicht. Falls du es noch nicht wusstest, Nibelheim ist vor 5 Jahren abgebrannt. Vermutlich mitsamt dem Terminal. Von dem Vorfall vor 5 Jahren weiß ich. Aber keine Sorge, dem Terminal ist nichts passiert. Shinra hätte nie erlaubt, dass seine Einrichtung abbrennt. Du meinst den Reaktor? Nicht ganz. Keine Ahnung, was in Nibelheim los ist. Ja, ich weiß. Aber ohne dieses Terminal finden wir die schwarze Materie nicht, oder? Dann haben wir eh keine. Ich glaube, ich weiß auch, was er anspielt. Du hast recht. Gehen wir. So. Oh, die Musik. So, da haben wir den ersten Turm, ne? Mal gucken. So, hier könnte irgendwie was zum Leben sein. Ich guck gerade, wo irgendwie. Hier fehlt ein Stück der Karte. Was? Muss das so sein? Du hast halt einfach nur so ein Quadrat. So. Ach komm, es gibt voll wenig Sachen. Ja, es gibt nur 2 Lebensquellen, 4 Funktürme. Oh man. Vielleicht kommt doch danach noch ein Gebiet. Ne? So. Der ist schon den ganzen Weg hier runtergelaufen, der Typ. So, ganze. Ich frage mich echt, was passiert. Wenn man wortwörtlich die ganze Zeit den am Folgen ist und die begleitet, ob die wirklich irgendwie zu Nibelheim oder so laufen oder so, und man die dann den ganzen Weg da irgendwie begleitet, da gibt es bestimmt eine Trophäe für, ne? So, begleite die Schwarzkunden oder Schwarzkunden geleit oder irgendwie sowas, ne? So, ja, mal den ersten perfekt, ja, klaut hat Analyse, ne? So, was seid ihr? Nebelwolf, hey, euch haben wir schon gesehen. Ich bin bereit. Die Musik klingt ja so dramatisch. Ey. Oh man. Falscher Knopf. Das ist nicht Zelda Zone Zero. Muss man nicht R1 und R1 drücken zum Charakter wechseln. Ja, warum habe ich das Spiel hier gestern gespielt? Also, ich weiß nicht warum. Warum ist die Steuerung jetzt wieder draußen? Lass mich dann übernehmen. Da war. Ins Gesicht. Und noch mal. Ins Gesicht. Nur. Okay. Die Schwarzrute läuft dann im Hintergrund. Okay. Dann gehen wir mal. Wupp. Wupp. Aus? Das sah aus wie Ost aus Genshin Impact hier. Die Officials, Rahmenbegleiter. Dann denke ich immer, wenn ich irgendwie Leerne Krähen und so sehe. So. So, also ein bisschen was ist noch übrig von dem Spiel anscheinend. Ich bin, glaube ich, erst bei 70 zu 74% oder so, habe ich gesehen im PlayStation Menü. Das heißt, so ein bisschen kommt noch was, ne? Vielleicht kommt danach noch eine Region. Oh, wieder eine kleine oder so, ne? Da werde ich ja sehen. Da unten ist irgendwie eine Tür, habe ich gesehen. Da unten sieht man das. Das sieht aus wie so eine Garage, wie ein Helldiver, was man aufsprengen kann. Bird, setzt Granate ein. Einer der Limit. Oh, da ist der Chocobo, glaube ich. So. Oh ja, da sind definitiv weniger Dinger. Na, Chatley, meldest du dich nicht? Okay. Normalerweise meldet er sich immer so, oh, ich habe ein Signal jetzt endlich. Oh. Kissen sahen irgendwie anders aus. So. Guck mal. Nimm's dort auf. So, finde ich gut, dass der Chocobo hier direkt in der Nähe ist. Ja, ich weiß. Oh, warte jetzt, ich habe ja gerade so eine Garage gesehen. Also gerade irgendwo gesehen. Irgendwo war ja so eine Tür irgendwo. Irgendwo, irgendwann.
Da. Wo ist das? Eine Garage in Helda, was? Nein, Daniel, pass auf, Daniel! Daniel! So, ey, da ist der Chocobo. Meeres-Chocobo. Okay, der steht da einfach nur so. Was ist hier los? So, ist Elena. Okay, was? Wie soll ich? Fang einen Chocobo. Er denkt, wir sehen ihn nicht. Doch, wir sehen ihn. Was? Was ist hier los? Ja. Wie soll ich hier durchkommen? Was muss ich hier machen? Da oben? Muss ich da oben lang? So, Steine. Stein, 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 Stein. Schokobo-Futter. Muss ich den Namen mit nochmal machen? Ja, die rum wir nämlich ja wohl nicht sehen, ne? Ah, ne, das sind die Dinger, die ich werfen muss. Ich dachte, ich werfe mal Steine. Kann ich mich nicht einfach runterrollen? Oh, Leute. So, die geben mir ganz schön viel hier. Der ist mich immer noch mal gucken, der hat mich die ganze Zeit im Blick. Da oben der. So, meine Frage ist jetzt nicht, die irgendwie abzulenken. Meine Frage ist mehr, oh warte mal, kann ich die Dinger vielleicht irgendwie. Kann ich die Dinger irgendwie abwerfen oder so? Ich weiß nicht, wie man das immer wirft. hier. Da muss ich alles abtimen, ne? Ob der mich jetzt sehen oder nicht, ist das nicht vollkommen egal. Hier ist anscheinend kein Chocobo Interesse am Chocobo-Futter. Muss ich halt auf dich werfen direkt. Oh, muss ich sie zu mir hindanken, ja? Ist das, was ich hier machen muss? Die sagen ja, die sind voll unbeeindruckt. Okay. Ich soll jetzt davon abhalten, dass sie irgendwie hier da reinläuft oder was? Mein Gott. Ich wundere, warum die mehr so viel geben. So. Muss ich jetzt warten, bis du was isst, oder kann ich jetzt einfach. Okay. Gott. Kannst du hier so da durchlaufen? Werde ja nicht so blöd sein und von dem Futter so geblendet sein. Hat er irgendwie in so ein Ding da reinläuft, oder? Oh, wo kommt nur dieses Essen her? Oh, da liegt was Süßes. Oh, piece of candy. 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 So. Ah, oh, Kontrollpunkt ausgezeichnet. Was war die YOLO? Ich will mal sehen, was passiert, wenn er reinrennt. Ah. Na, ich glaube, das ist noch zu weit entfernt. Zu nah dran an den Ding, meine ich. YOLO! Boah, Leute.
Aber jetzt haben wir einen Schoko so früh genug, ne? So, rennen wir da rein. Ich will mal sehen, was passiert. Ist echt so blöd und rennst da rein. Oh, da liegt was Süßes. Aua! Oh, da liegt was Süßes. Okay, der hat HP. Also die hat HP. Gott. Oh ne, da wird nichts. Ne. Oh Mann. Nein, mach es nicht. Ah! So, voll Uptime hier. Ja. Oh, hier, jetzt aber. Oh, ich habe nicht gesehen, wie du wer dahin geflogen ist, aber ich hab's gehört. So. Ich dachte irgendwie, die Dinger explodieren oder so, wenn er da rein drin. Oh, da liegt was Süßes. Fing einfach nur regnen, einfach nur so Federn von mir. So, wie soll ich denn da das hier schaffen? Mein Gott. War schon irgendwie clever hier, ne? Ich muss ja wahrscheinlich irgendwie ja so. Während die Dinger unten sind, ne? Gott. Mach auf. Ah, da war zu früh. Obwohl. Ich dachte, ich glaube, wäre zu weit. So. So, nun. Bleiben die ganze Zeit unten? Er fragt euch bestimmt, wie ich in diese Situation gelandet bin. Ich glaube, ich muss da oben hin, ne? Irgendwie gehen die Dinger da nicht runter. Bring ich in Sicherheit. Ist ein Kontrollpunkt. Nein. So bin ich da gerade zurückgegangen. Oh Gott, renn bloß nicht da unten in die Ecke rein. Da rennt er jetzt voll in den Links rein, ne? Pass auf. Oh, Kontrollpunkt ausgezeichnet. So, ja, für dieses eine Ding braucht gibt es mir noch einen Kontrollpunkt. Was? Boah. Wiederholen, ja. Ja, Dreieck. Dreieck. Ich würde wiederholen. Ah, da oben. Bink. Vom letzten Kontrollpunkt, ja, bitte. Jetzt. So. Dann ich fange jetzt wieder von er hat jetzt mehrere Leben wieder, ne? Die meine ich. Nein. Nein, du blödes Ding. Oh. Wow. So, nun jetzt muss ich einfach nur warten, bis das hier aufgeht, ne? Ah. Da. Meine Güte. Ich stehe schon immer so weit wie möglich da rein. Ich muss mir genau merken, welcher Kaktus hier, welche Kakteen hier runter und rauf gehen. Ne? So. So. Oh mein Gott, da kommt auch noch Schwerkraft dazu. Ja, das ist viel zu. So. Mein Gott. Es geht ganz weit da rein, wenn es geht. Wird aber weit genug sein jetzt, ne? Ist immer noch zu nah, ne? Pass auf. Ah. Ah. So, raus da. Nein! Gehst du da raus? Ah. Nein, der ist immer noch. Nein, willst du mich auf den Arm nehmen? Boah. Juffi, schnapp dir die. Die kommen an dir vorbei. Boah. So dämliche. Aber jetzt kommen sie alle, ne? Okay. Oh. Boah, nur weil er hat Futter da hinten nicht gesehen hat, ey. Gibt's doch jetzt nicht. So, geh da hin. Renn da nicht rein.
So. Weiter, weiter. Ich muss mich gar nicht bewegen, die kommen so. So, jetzt ist er ja wohl weit genug, ne? Ja. Blödstück. So, einmal dahin. So, jetzt hier hin. Ja, rausgeface. Ach, jetzt muss ich auch noch hier anschleichen, das Ding, ne? Ah! Da kam was geflogen. Boah. Oh, jetzt gehst du mir. Eine andere Schokobo guckt einfach nur so. Helf mir, Gefäß, und schau mich nicht einfach zu. Dieser Mensch hat mich gerade gefangen. Oh. So, dann etwas anderen Schweif, habe ich so ein Gefühl. Meins. Yay. Ausgezeichnet. Das macht der Kunden ja bestimmt schon relativ chilliger, ne? Meeresschokobos können sich mit ihrer Fertigkeit Schokojet beenden. Auf dem Wasser fortbewegen. Setze auf den Wasseroberfläche mit L2 Schokojet ein. Alles klar, cool. Oh. Dun, 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 dun. Ja, gut. Warum hast du mir nicht geholfen? Dieser Mensch hat mich jetzt gefangen und versklavt. Oh, das ist alles eure Schuld. Ja, die hinterlassen überall blaue Federn. Und hat sogar die Krallen sind blau. Okay, nächster halt. Kampf, weiß nicht. Liegt gerade auf dem Weg, ne? So, da haben wir noch. Wow! Vorsicht, Tiefleger. Wo ist der? Ey, die kommen immer manchmal auf mich zu und dann verliere ich sie wieder aus den Augen. Was seid ihr denn für Viecher? Egal. Da hinten läuft er noch. Bis ich hier mit dem Erkunden fertig bin, hat er schon Nibelheim erreicht. Oh, dann kann ich da hinten zu dem Funktor, nehme ich an, ne? Allein sehe ich Frösche. Das war, ich kämpfe gar nicht gegen die Funktürme hier. Haben bestimmt genug Gegner und so, ne? Wow. Alter. Das ist ja überhaupt nicht bocken. Da ist eine Schokobalste. Da ist... Was für eine Art Antrieb ist das hier? Was ist das hier? Kann ich das einsammeln? Schokobo-Gras. Oh. Da lässt er die... Die können einfach so fliegen, ist klar. Oh. Okay, ich habe nicht gewusst, dass man die mit einem Schokobo aufstellen kann. Cool. Ball. Glöckchen. Wow, ich weiß nicht, was diese Dinger sind, aber ich schnapp mir sie mal, ne? Wenn ich sie erwischen würde. Chocobo-Gras. Mein Gott. Erstmal gucken, wie ich da oben hinkomme. Das ist auch voll geil. Das sind da keine Schwimmenden, das sind da fliegende Schokobos, ey. Schon fast. So, irgendwie, jawohl. Ah, schade. Ja, ich kämpfe jetzt nicht gegen die random Gegner, ne? Ich werde die wahrscheinlich durch Funktürme und so auch alle, ja. Finden. Hey, was geht? Was bist du? Was bist du für ein Fälscher, du Viech? Der steht da einfach. Unbeeindruckt. So, jetzt am Eis. Habe ich nicht. Was wird hier? Nichts überstürzt. Diese Dreieckattacke von Kate Sith
Ist doch ein bisschen blöd, ja, ey. Ich muss ja jedes Mal erstmal voll viel treten. So. Einfach durch die Blase gehauen. Aua. Ins Gesicht. Jetzt den ja. Ganzen Sprüche, die Kate dann ins Kampf ablässt. Ey. Oh Gott. Was ist euch da runter? Ja, hi, Boge. Übernimm du. Ich leg los. Einfach gar Teilung. Boah. Kann ich schaden. Oh mein Gott, das ist voll die Gradzeitung. Ich liebe es. Geht sogar über den Kampf hinaus. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Kontext das Lied immer benutzt wurde. Aber ist auch ein sehr bekanntes Lied. Ah doch, ich weiß, wann das Lied abgespielt wurde. Das ist während einer meiner Lieblingsszenen im Spiel. Steck. Natürlich habe ich den letzten Funkturm als zweites gefunden. Na, guck mal, wie viele Inseln da nur sind, ne? Ich wusste jetzt, irgendwo da ist was. Haben wir Odin. Haben wir erstmal eine Menge. Das ist ein bisschen ungewohnt, ne? Aber war schon direkt hier in der nächsten nächsten Gebiet sind, ne? Vielleicht sollte ich erstmal hier so einen Abstecher hier machen, ne? Da oben rechts hin. Ist das der zweite Funkturm, ja. Ja, weißt du was? Gehen wir mal da rein als erstes, ne? Damit wir schon irgendwie so ein bisschen was hier an Story und so haben, ne? Ich muss ja mal auch Zeugs für mein neues Intro und so haben, ne? Was ich mache. Nein, da gehe ich falsch. Oh mein Gott, ich rieche etwas in der Nähe. Hier ist es. So, hey, was Neues zum Sammeln für den Johnny? Was hat da hinten? Ist das so ein Esper-Kristall? Das hier, was ist das? Ja, ne. Wir nehmen Pups-Antrieb. Hey, da bist du ja wieder, Chat. Dass das Wissen um Odin, den Herrscher über Krieg und Tod, in den Schreien der Nibelregion schlummern soll. Odin soll auf seinem treuen Pferd Sleipnir aus dem Land der Toten kommen. Ja. Und Jagd auf Seelen von gefallenen Kriegern machen. So überliefern es zahlreiche Legenden. Ah, ich wusste jetzt irgendwas. Warte mal, du bist ja reingegangen, Kollege. Oh. Clever. So, Odin sieht wahrscheinlich voll cool aus hier, ne? Also wie mit jedem Final Fantasy. Ja, der Odin in diesem Spiel hat so eine Totenmaske, ne? Glaube ich. Im siebten Teil jedenfalls. So. Also gehörnte Totenkopfmaske war das, ne? Im Original. So. Naja. Okay. Guck mal, der hier verwaffnet hat. So, X-Kreis, Viereck, Dreieck, X-Kreis, Viereck, Dreieck, X-Kreis, Viereck, Dreieck, X-Kreis, Viereck, Dreieck, X-Kreis, Dreieck, Viereck, X-Kreis, Viereck, Dreieck. Ich habe Dreieck, Viereck gesagt, aber trotzdem Viereck, Dreieck gedrückt. Okay, cool. Oh, du hast den Odin-Kristall analysiert. So, ich weiß, Shetley, ich weiß. Jetzt hast du den Odin da freigeschaltet im Kampfsimulator und ich kann ihn jetzt kaputt prügeln. Cloud. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Okay, das ist auch immer der gleiche Satz, den er sagt, ne? Okay, so, ich will runter. So kann ich runter. Oh. Wir haben schon fast die Hälfte der Region abgeschlossen, immer ja. Weiter, Mann. So, ich weiß nicht, was mit diesen Ballons auf sich hat, aber die sind bestimmt wichtig, ne? So. Gehen wir mal im Wasserweg zu dem
zu dem Funkturm. Oh, Vorsicht, Tiefflieger. Ja, demnächst gibt es Regen. Ja, ich weiß, lass mich doch. Warst du seit dem Vorfall noch mal hier? Nein, seit 5 Jahren nicht. Ich auch nicht. Was hätte ich dort auch gewollt? Es hieß ja, es wäre alles abgebrannt. Zwingt euch nicht. Ist schon okay. Bei denen ist viel passiert. Kann sich trotzdem ein bisschen über die Luft hier erheben. Pupsantrieb, Pupsantrieb. Morgi-Medaille. Nein. Ich dachte, das sind andere Medaille. Warum ist meine linke Hand eingeschlafen jetzt? So. Wir nur eine kleine Region, ne? Wird wahrscheinlich eine sehr story-intensive Region. Ich habe mich sowieso gefragt, was hier alles kommen wird, ne? Weil Nibelheim im Original war relativ kurz. Je näher wir kommen, desto nervöser werde ich. Jetzt ist es nicht mehr weit. Weil du hast wirklich gar nichts gemacht im Original in Nibelheim, ne? Ich meine, es gab einige optionale Sachen, die man da machen konnte, aber du hättest theoretisch einfach in Nibelheim reingehen können, durch das ganze Dorf durchrennen können und das war's. Ohne irgendwie was zu machen oder so. Jetzt wollte ich einfach nur da reingehen können und direkt zum Ausgang des Dorfs gehen können und boom. Und die Story geht weiter. Also, ich habe euch alle schon, aber ich analysiere euch trotzdem mal. Ich zähle auf dich. Mein Gott. Ja. Komm her, Schatz. Tisch. Also, jetzt wortwörtlich in Nibelheim reingehen können, auch muss ich hier mit dem Schoko. Hier, ne? Gott. Keine Ahnung, jetzt wollte ich in Nibelheim reingehen können, ne? Und das ist eigentlich nur ein Bildschirm. Nibelheim ist eigentlich nur ein Bildschirm, ne? Weil in Final Fantasy 7 war halt nicht Open World, ne? Also war schon Open World, aber war alles nicht ein Ladebildschirm oder so, ne? Da war alles hier in so Bildschirm eingeteilt, ne? Jedes Mal, wenn du irgendwie neu reingehst, ist ein anderer Bildschirm geladen. Und Red Sword werde ich einfach nur geradeaus laufen können und boom, was wieder aus der Stadt. Und die Story geht weiter. Deswegen frage ich mich, was hier noch alles kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, eine Sache werden sie sehr stark erweitern. Mich ist eine der optionalen Sachen waren in Nibelheim, ne, die ich gerade angesprochen habe. Also auf diese Sache werden sie definitiv ein bisschen weiter ausgehen, da bin ich mir sehr sicher. Aber ansonsten ist da eigentlich nicht so viel zu erledigen. Nibelheim, ne, was soll da zu erledigen sein? Ne? Ist alles abgebrannt, ne? Deswegen, wollte schon sagen, ich habe gar nicht gehört. Falscher Knopf. Ihr habt halt nicht viel, was du in den zerstörten Dorf halt machen kannst, ne? Meine Güte, wie viel? Diese Region wird irgendwie schnell zu Ende sein, habe ich das Gefühl. Sind schon so viele von diesen Dingern hier. Auch ein gutes Zeichen, ne? Da waren Hafen. So. Zeig her. Ich konnte Schwert war vorher aber nicht so, dass man das machen konnte. Oder will ich mir nur ein? Oh, meine güldene Feder. Güldene Feder. So, gibt's hier Leute? Hier gibt's Leute. Schaut mal, Leute. Zivilisation. Ab und zu strandet auch hier im Hafen mal die eine oder andere. Was? Was, eine Leiche von denen? Na.
Die Flut hat schon wieder Schwarzkutten angeschwemmt. Versucht so ein Angler irgendwie hier einen Fisch anzuziehen, kommt auf einmal so eine Schwarzkutte aus dem Wasser gesprungen, so. Ich weiß nicht, warum die Delfin-Geräusche machen, aber ich kann ihn nicht ernst nehmen. Die haben die irgendwie ruiniert. Im Original waren die viel gruseliger, weil du irgendwie gar nichts von denen gesehen hast, ne? Du hast einfach nur diese umhüllten Leute gesehen und die haben halt da unten, weil die haben die ganze Zeit immer hier so kryptische Sachen gesagt, ne? In der Guntra-Terrasse. So, da kann ich aber nicht. Da muss ich wieder mein mächtiges Ding reinstecken, ne? Ne, gar nicht wahr. Ich muss das analysieren. Keine Sorge, Leute, ich muss nirgendwo was reinstecken. Keine Sorge, keine Panik. Falscher Alarm. Ich muss in der Tat nichts irgendwo reinstecken. Also macht doch keine Sorgen, Ladies. So, denn das Nebelgebirge und der Makro-Reaktor, da brauche ich nicht lesen, da waren wir voll dabei. Ich gehe aber trotzdem mal. Das Nebelgebirge ist mit den schroffen Klüften und gezackten Gipfeln gilt wegen eines unheimlichen Aussehens als Tor zum Reich der Toten. Tor zum Mako, alles klar. Oh, gib. So, so. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Da hinten ist ein Kampf, den werde ich aber erstmal ignorieren, weil ich erstmal Nibelheim erreichen will. Wenn ihr nichts dagegen habt, schauen wir uns die verkohlten Überreste von Clouds und Tifas Heimatstadt an. Heimatdorf, ich weiß es nicht. So, guck mal. Na, ein Haus steht noch. Ne, zwei, drei. Aber das. Nein. Ist er abgestiegen und direkt wieder aufgestiegen. War das Dorf nicht abgebrannt? Ha. Wir sind Leute. Im Original waren ja gar keine Leute. Cloud, sieh mal. Hier. Das ist doch ganz neu. Sie haben das Dorf wieder aufgebaut. Erschreckt mich nicht so. Ich dachte schon, Cloud wäre wieder verrückt. Ich meine, nicht verrückt, verrückt. Ihr wisst schon. Also, was glaubt ihr, wer das war? Shinra. Na dann, suchen wir das Terminal? Okay. Ja, hier sieht alles ziemlich intakt aus. Was führt dich her? Mein Gott, Cloud. Was hast du schon wieder gesehen, was wieder nicht wirklich da war oder doch da war? Deine Erinnerungen sind auch voll kaputt. Mein Gott, ey. Darf ich auch mitmachen? Ich wollte gerade mein Schwert ziehen. Ich bin jetzt Sephiroth. Ah. Sephiroth? Bestimmt, um sicherzustellen, dass andere Leute absteigen. Zieht einfach sein Schwert. Ich würde mich ja gern noch besser um sie kümmern. Wer hat Angst vor der Schwarzkutte? Viele Neuzugänge. Ja, gut. Alles klar, rotes Licht, grünes Licht, ne? Das ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das in Deutsch irgendwie anders heißt. Okay. Ja, das Ding steht auch noch, ne?
Dicke Scheiße. Bad. Lauter Schwarzkutten. Hm. Die Bewohner sind auch alle neu. Oh nein. Hm? Das sind Fremde. Jeder einzelne. Ja, sind ja alle tot, ne? Hab ja gesehen. Kann ich euch vielleicht behilflich sein? Oh, hallo der Herr. Erfreut. Ich bin ein Vertreter von Shinra Resorts. Und ich benötige dringend Zugang zu unserem Netzwerk. Dürfte ich das Terminal benutzen? Und wer sind die anderen? Diese Leute sind... Ich stamme von hier. Aber... Verstehe. Wisst ihr denn, was nach dem Vorfall hier passiert ist? Nein, tun wir nicht. Dieses Dorf wurde vor 5 Jahren unter Shinras Kontrolle gestellt. Es ist jetzt ein Sanatorium für Leute mit einer Mako-Vergiftung. Aus rechtlicher Sicht ist alles bereits geklärt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wendet euch damit bitte an die Hauptverwaltung des Shinra-Konzerns. Vielen herzlichen Dank für diesen Hinweis. Und nun auf zum Terminal. Dann mal los. Geschwind. Ich verstehe, dass das hier eure Heimat ist, aber reist besser bald wieder ab. Toll, Shinra. Sie nehmen uns alles, selbst unsere Heimat. Ach. So, BDK-Gegner in Nibelheim hinzugekommen. Genau darauf habe ich jetzt Bock. Haben wir hier Angetüber des Schokobo anwesend. Was? Anwesend des Schokobo weisen. Hey, du da, im Umgang mit Schokos fehlt dir noch an Erfahrung und Selbstvertrauen. Ich muss da ganz sicher diese ganzen Dinge alle einsammeln, ne? Wie vorher wetten. Kann ich wieder schnell reisen? So, wer ist denn hier am Weiden? Mein Gott, drückt euch die Stimmung hier so runter. Ja, ist was? Was denkst du denn hier schon? Irgendwie will ich da jetzt unbedingt hochklettern. Komm schon, die Aussicht ist bestimmt toll. Hey, warte. Nein, das ist mein Platz mit Tifa. Oh. Ja, wenn Tifa uns hier oben sieht, ne? Schon immer hier gewesen. Ja. Hey, wo hast du gewohnt? Da vorne. Echt? Wie putzig. Wollte ich nicht. Ist ja nicht wirklich mein Haus. Den Anblick ertrage ich. Da. Das ist die Herberge. Da haben wir damals übernachtet. Das ist das Rathaus. Da hinten der Krämer. Und da... tiefer gewohnt. Hast du von hier ein Auge auf sie gehabt? Hä? Du wolltest sie doch sicher beschützen. Habe ich. Das habe ich hin und wieder. Ich hätte
vermutlich dasselbe getan. Ich bin ja gerade hier mit Aris irgendwie vermasselt. Aber stand ja vertieft. Geh ruhig vor. Ich bleib noch etwas. Ich wäre jetzt gern etwas allein. Bist du sauer? Ja. Auf mich? Auf alles. Und ich bin neidisch. Du hast eine Freundin, die du seit deiner Kindheit kennst. Du kannst mit ihr in Erinnerungen schwelgen und zusammen an alte Zeiten denken. Ich habe so jemanden nicht. Das macht mich traurig. Und ich weiß nicht, wohin mit diesen Gefühlen. Deshalb wäre ich jetzt gern allein. Ich will meine schlechte Laune nicht an dir auslassen. Kannst du ruhig. Nein. Ich mache mir später sonst nur Vorwürfe, deswegen. Entschuldige und danke. Ich bin gleich wieder unten. Hm. Was für eine angenehme Brise. Muss schön gewesen sein, hier aufzuwachsen. So ein friedlicher Ort. Es gefällt mir hier. Was für eine angenehme Brise. Okay. Muss schön gewesen sein, hier aufzuwachsen. So. Hat jetzt aber nichts damit zu tun. Mit meiner Antwortmöglichkeit, ne? So, irgendjemand ist da drin. So, what? Nidhogg Gebirge. Herberge. Oh, ein bekanntes Mod. Ich weiß ja nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Steht doch einfach so mit den ganzen Leuten. Sitzt da, meine ich. Da steckt doch Shinra dahinter. Ja. Lust und Laune. Und wenn es ihnen in den Kram passt, dann bauen sie sich einfach was Neues. Alles läuft, wie Shinra es will. Aber nicht mit uns, oder? Damit kommen sie nicht durch. Damit lassen wir sie nicht durchkommen. Dieser Scheißkonzern wird für das bezahlen, was er deiner Heimat angetan hat. Ja, da stand nicht vertieft. Ich dachte eigentlich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was hier vor 5 Jahren passiert ist. Aber ich mache mir Sorgen um Tifa und dich. Wenn es euch zu viel wird, hauen wir sofort von hier ab. Die haben Glück, dass wir hier sind. Stell mir einfach vor, wie Barrett hier die ganze Zeit hier sitzt und seine ganzen Avalanche-Schreien hier ablässt und die stehen halt die ganze Zeit nur so, ja. Oh Mann, oh, hier muss ich... Gott, obwohl, jetzt bin ich schon hier. Hätte man mit den anderen noch reden können, ne? Hast du vielleicht jemanden, der hier auf dich wartet? Eine hübsche Dame zum Beispiel? Oder willst du lieber etwas über mein Mädchen hören? Hä? Was, interessiert dich nicht? Egal, ich erzähl's trotzdem. Sie ist absolut hinreißend. Eine echte Schönheit. Und sie wird mit jedem Treffen schöner. Hm. Natürlich hat sie auch einen tollen Charakter. Kommt sie aus Midgard? Ja, ein großer Kind. Zack Fair. Der Soldat, den Aris geliebt hat. Er kam aus Gongaga. Wir waren Kollegen. Vor 5 Jahren waren wir also zusammen hier? Sieht nach Caitlyn von allen Leuten. Ja, irgendwie gefällt mir nicht so genau, was hier gerade passiert. Wenn ich ganz ehrlich bin. Storymäßig.
Barrett. Okay. Ich weiß, warum die das alles machen, aber ich finde, und es macht auch ein bisschen mehr Sinn, wenn man bedenkt, dass das Spiel hier noch in mehreren Teilen, dass das Spiel hier, weiß nicht, über mehrere Spiele hier hinwegläuft, dann funktioniert natürlich wieder ein bisschen anders. Upp. Prähistorische Biester. Talisman habe ich den nicht. Die tun ja nicht die Sachen anzeigen, nicht ausgerüstet haben. Das stört mich ein bisschen. Ich sag's ja nur ungern, aber lass dich hier besser nicht mehr blicken. Boah, Leute, was habe ich denn getan? Was? So, warum die das machen, verstehe ich, weil das Spiel halt in mehreren Teilen eingeteilt ist. Ne? Das ist natürlich etwas. Na, wow. Wen haben wir denn hier? Ah, richtig. Du bist neu hier im Dorf. Bist du der, von dem Nick gesprochen hat? Wer? Nein. Hast dir die perfekte Zeit ausgesucht, als hätte ich sonst nichts zu tun. Kann ich wieder gehen? Ach, na ja. Jetzt, wo du schon mal hier bist. Ist das mein Haus hier, wo ich gerade reingerannt bin? Gesprächig bist du aber nicht gerade, was? So. Mein Essen ist das Beste im Dorfe. Nice. Da wird der Intro-Song für Nibelheim. Stell dich mal vor, ich mache das hier als Intro-Song für mein nächstes Intro hier von diesem Spiel. So, nochmal. Ich weiß, warum die das hier alles machen mit der Story, warum die halt alles verändern, weil das hier in mehrere Teile eingeteilt ist. Das ist natürlich, du hast jetzt, diese ganzen Sachen sind natürlich jetzt nicht alle in ein Spiel, ne, was du natürlich in einen Zug hier durchspielst, also nicht in einen Zug, aber in ein Spiel, ne. Deswegen musst du hier einige Sachen hier ein bisschen aufteilen, so, ja, ja, das ist der Grund, warum das so ist, ist because, weil das und das, ne. Da musst du natürlich irgendwie die Leute immer wieder hier so wachrütteln, so im Sinne von, so, oh, du musst diese Information noch mal erwähnen und diese Information noch mal erwähnen, weil sich das Spiel ja über mehrere Teile hinwegzieht, ne. Ist ein bisschen anders, wie wenn du das Spiel hier auf einmal spielst, ne, und dann hier, naja, als einen Durchgang spielst, theoretisch, ne? Ich weiß nicht, wie ich das erkläre, ob das Sinn macht, ob das verständlich ist. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wo sind meine ganzen Kollegen? Sorry. Wo sind Yuffie, Red 13? Tifa war ja in ihrem eigenen Haus, habe ich gesehen, ne? Wenn ich das jetzt nur wieder finde, ne? Irgendwie kann man sich durch Charaktere anzeigen lassen. Da. Oder nur wenn die in der Nähe sind, ne? Da sind Kartenspieler. Ist das Tifas Haus? Sind Sie zu Besuch hier? Krank sehen Sie zumindest nicht aus. Falls Sie aber wenn du nur wüsstest. Muss ich Sie um etwas geduld. Ja, alle. Glaub mir, ich habe mehr Chronosome als du dir vorstellst. Ja, Leute. So, da bist du tiefer. Weißt du, als ich nach dem Vorfall im Krankenhaus aufgewacht bin, habe ich mir lange eine Frage gestellt. Wieso hat mein Vater Sephiroth damals bis in den Mako-Reaktor verfolgt? Es ist ja nicht so, als hätte er jemals was gegen ihn ausrichten können. Und so war es dann ja auch. Ich ging nach Midgar, wo ich mich eine Weile allein durchschlug. Und plötzlich verstand ich ihn. Er hat aus Wut gehandelt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht und überwunden hatte, kam Sephiroth und zerstörte das Leben, das er sich so hart und unter Mühen aufgebaut hatte. Er war wütend. Und diese Wut
hat ihn angetrieben. Verstehe. Und genau wie er habe ich damals meine Trauer, meine Einsamkeit. All das habe ich in Wut verwandelt. Und bin am Ende Avalanche beigetreten. Das Problem ist nur, dass Wut irgendwann vergeht. Sie wurde durch Zweifel und Sorgen ersetzt. Plötzlich stellte ich Avalanches Methoden in Frage. Das war übrigens genau die Zeit, in der ich dich wieder getroffen habe. War ich deine Hilfe? War ich dir denn eine Hilfe? Ja. Wärst du nicht gewesen, hätte ich mich nie getraut, hierher zurückzukommen. Es ist viel passiert. Aber es war die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Denn jetzt weiß ich, dass sie das Dorf neu aufgebaut haben. Um es aussehen zu lassen, als wäre nie etwas geschehen. Damit kommen sie nicht durch. Sephiroth. Ist das der Grund? Shinra. Ich hasse sie alle. Cloud, weißt du noch, wie du mich damals, als wir Kinder waren, oft angeschaut hast? Angeschaut? Immer wenn sich unsere Blicke trafen, hast du schnell weggeguckt. Und gesprochen hast du mit mir auch nicht. Ich weiß, ich war als Kind eine ziemliche Nervensäge. Tja, und ich wollte von jedem gemocht werden. Irgendwie ist das auch heute noch so. Und um ehrlich zu sein, ist das eine Seite an mir, die ich nicht besonders mag. Ich muss mich zusammenreißen. Ich muss mich zusammenreißen. Okay. So, oh, hier ist ein Piano. Klavier, meine ich. Ruby Red. Emerald Sea. Ich habe gedacht. Okay, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich weiß nicht, wo Yuffie und Red sind, aber die werde ich beim nächsten Mal nämlich mal wiederfinden, ne? Was? Was für ein Spiel? Ich mag Spiele. Na gut. Dann fehlen dann haben wir eigentlich schon alle, ne? Ups. Okay. Ah, ne. Ja, Kate Sif müssen wir ja besprechen. Kate Sif hat ja irgendwie nicht so einen Freundschaftswert, glaube ich, ne? So, Red und Yuffie sind doch irgendwo hier. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber die werden wir schon finden. Hört sich gerade ein bisschen an wie Yuffie. Aber die werden wir schon finden, ne? Gut. Beim nächsten Mal aber. Hey, da hinten ist Yuffie. Mein Gott. Dann komm mal her. Hier lang geht's zum Reaktor. Hey, Cloud. Warst du schon mal dort? Da oben ist Red, sehe ich gerade. Ach ja, sie war ja gar nicht dabei, als wir die Geschichte erzählt haben. Voll mit den bunten Kügelchen sein? Hast du dort mal welche gesehen? Sag schon! Gab einige seltene. Ja, ja. Ja. Einige hatten sich sogar natürlich gebildet. Echt? Natürliche Materie? Das ist ja ein Traum! Jetzt kann ich an nichts anderes mehr denken. Okay. Los jetzt! Die Materie wartet auf mich! Los jetzt! Die Materie wartet auf mich! So, und Red, was hast du zu sagen? Irgendetwas an diesem Ort beunruhigt mich. Hey, das ist meine Heimat hier. Entschuldige bitte. Sowas will niemand über seine Heimat. Waren wir da überhaupt? Die ist ja auf der linken Seite, ne? Ja, klar, waren wir da. Die Villa beunruhigt mich auch. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe den Ort als Kind schon nicht gemocht. Ich hoffe, ja, da gehen wir als nächstes hin, ne? Nicht mehr genutzt. Irgendwie unhöflich, dass wir sie immer nur Schwarzkutten nennen, oder? Es hat doch bestimmt jeder von ihnen einen Namen. Ja, das ist Bob, das ist Phil, das ist Steve. Das ist Steve 2. Hey. Das ist... Ah, was geht? Schön, dich hier zu treffen. Wie wäre es mit einem Erinnerungsfoto zusammen mit den Schwarzkutten? Was? Ich meine Pose gemacht heute diesmal. Werde ich mich ganz dem Nibelgebirge widmen. Schon allein das Betrachten dieser mysteriös geformten Berge jagt einem einen Schauer über den Rücken. Und da ich schon mal hier bin, will ich noch viel mehr wundersame Orte in Nibelheim fotografieren. Sag mir bitte, wenn du so einen Platz findest.
Okay. Nebel Photo Location. Wird aber nicht so schwierig sein. Hey. Na, mache ich beim nächsten Mal. Kann ich überhaupt hier Stellreisen hier wieder? Kann ich hier erkunden, wenn ich so, wenn es mich doch so begehrt? Nein. Gut, kein Problem. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Gut. In der nächsten Folge treffen wir uns dann mit. Kann ich irgendwo hingehen, wo hier niemand am Stöhnen ist? Oh Leute. Da gehe ich rein. So. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter hier mit Nebelheim. Oh, man kann den Reaktor von hier aus sehen. Cool. Da oben, das ist ja, ne? Ausgezeichnet. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.